Ja, wie gesagt, bei mir, also mir persönlich war das nie so wichtig, aber klar, schön ist das immer. Logisch, ich habe Ja. mir beim ersten Mal tatsächlich schon Augen gefreut, so ist es da. Weil es war ja überraschend. Ja, genau. Ja, das ist halt, wenn du gut spielst. Das ist schon so. Aber das war jetzt wieder auch ein Gefecht, wo wir einfach ja, zusammen gut harmoniert haben. Wir haben gut die Position bespielt, haben richtig entschieden, wann wir losgehen. Ja, genau. Das ist ja auch immer wichtig, dass Dass wir er dann den die Situation T-150 gejagt einschätzt. haben. Ja, den T-150 gejagt. Ja, genau. Also ich würde ungefähr hierhin wieder gehen. Ja. Ja, das ist da, wo die mitgegangen. Allerdings war ich meistens rum, wenn ich schon gerade so stand. Aber hier ist halt schon so, da muss ich echt vorsichtig sein, weil die Positionen bespiele ich manchmal nicht so einfach. Nee. Das hast du ja auch schon gemerkt. Ich gehe aber gerne hier zum Fels. Ja. Weil da kann ich mich irgendwie schnell auch mal zurückziehen. Ja, genau. Außer T3485 steht mir vor dem Latz. Ich mache hier mal noch kurz ein bisschen zusätzliche Tarnung. Bin mal gespannt, ob oben bei unserem Nashorn was aufgehört. Die schießt hier, glaube ich, echt einfach nur blind rein. Ja. Ja, da wo auch Bäume fallen, da schießt man doch auch ganz gern mal hin. Das war ein Blindschuss vom Jackson. Und der Gegner schießt ab jetzt. Schau mal, dass die gleiche während der in voller Fahrt meine Kette treffen. Und da haben mir halt gerade ein paar Sekunden gefehlt. Aber das ist doch Ja, ist komisch, oder? Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die sind volle Muss Pulle in der jetzt Fahrt und schießen das mir geht. meine Kette runter. Ja. Also dieser Stütz war 74. Oder Ja, was, manchmal ne? ist es komisch, was der so macht, Gegner. Ja. Das ist richtig. Aber ich zieh mich da jetzt auch ein bisschen raus. Na, dann guck mal dir zu. Wir haben jetzt auch schon fast über einen Monat nicht mehr zusammengespielt, oder? Ja, ist das schon ziemlich lange her. Ja. Aber sofort habe ich den Namen gewusst. Ja, ist richtig. Das ist ein Lob, weil ich kann mir normalerweise den Namen gar nicht so gut merken. Okay, ja, das glaubt mir aber auch so. Also ich kann mir Gesichter und Orte und das ganze Drumherum kann ich mir gut merken. Oder Ja. es langt auch schon, wenn ich einen in der Stadt begegne, den ich davor noch nicht begegnet bin. Und eine Woche später weiß ich immer noch, ah, den habe ich hier in Nürtingen oder in Stuttgart gesehen. Aber wenn das sich mir Okay. vorstellt, den Namen, und wenn es nicht ein Name ist, den ich mir wirklich gut merken kann, dann. Ich merke es manchmal bei meinen Kunden. Also, ich kenne sie ja schon seit 8 Jahren, aber manchmal bin ich einfach vom Namen her nicht sicher. Ich weiß zwar, wie viel Geld sie auf dem Konto haben, alles drum und dran, aber der Name ist Okay. manchmal dann doch.
Leiste. Naja, frei. Hier unten, da muss man ein bisschen zugucken. Ja, deswegen mal gespannt, ob mir das hier Dreht bringt, ne, irgendwie. Ah, die ziehen sich jetzt hier zurück. Ja, das ist der M10. Die wichtigen Panzer, die jetzt ist nur der VK30 da und der wird es nicht schaffen. Ja, ne, ne. Schon abgeprallt. Und jetzt kommen sie zu dritt auf ihn. Ja, klar. Jackson und ich dachte so, eigentlich bei Deckung mehr groß. Ja, ja. Der KV1, der zieht sich schön zurück. Ja. Der hätte quasi eigentlich da auch irgendeine Stellung halten können, aber na. Ja, nö. Nö, nö. Der dicke Max Gott auch. Klar, hat er auch eigentlich recht. Ja. Ja, da war jetzt dann ein noch ein anderer Holler. Ja, da sind ja bloß noch zwei da. Ja, ja, aber. Und der, der T67 ist kein so ein stabiles Fahrzeug. Nee. Hm. Vor allem, er ist jetzt aufgegangen, deswegen wissen ja alle, wo er ist und wegfahren kann er nicht. Sobald er da rausfährt. Genau. Nee, ja, weg kommt er da auch nicht mehr wieder, ne? Mhm. Arti hat ihn jetzt quasi hier genommen. Klar, er versucht noch ein bisschen die Stuck zu ärgern. Ja. Oh. Mhm. Aber es war nicht er. Nein, das war der dicke Max. Der Kollege kriegt jetzt erstmal von der Arti was. So. Ja, das Ding ist durch. Ja. Jetzt kommen sie zu zweit auf ihn zu hier. Ja. Und das war's. Aber die Gunmark kann man ja nicht abziehen, oder? Nö, 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 die verlierst du nicht mehr. Die verlierst du nie wieder. Also zumindest war es bei mir mal so. Und ich vermute, es ist immer noch so. Ja, ja. Ja, war kein Meisterstück von mir auf jeden Fall. Von mir auch wieder. Schön, die erste Gunmark. Unglaublich. Naja. Immerhin. Dann gehe ich mal auf den M10 RBFM. Alles klar, da gang ich mit. Ja, dann. All in. Genau so. Also ich versuche eigentlich mit den Gefechten so ein bisschen den Gefechtsalltag quasi zu lernen. Weil ich merke einfach, ich mache mir zwar oft viele Gedanken, aber dann ändert sich die Situation und du lernst einfach nur durch Üben, Üben, Üben. Auch durch die Niederlagen, um zu erkennen, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? War es die Position? Ja, genau. Habe ich die Minimap nicht beobachtet, was bei mir sehr oft passiert? Oder war es einfach nur Pech, weil einfach die Mannschaft so zusammengefallen ist, das Team? Ja, ja, genau. Das ist einfach das, was man einfach nur noch überkriegt. Und klar, Minimap im Auge behalte ist auch immer wichtig. Ja. Denn nur so kannst du auf Situationen reagieren. Ach, nö. Ja. Nett. Wir waren uns auf jeden Fall etwas bedeckter Halter. Mhm. Ach nö, die hatten Radpanzer. Ach, na toll. Also ich guck mal, ob ich hier auf dem Hügelchen ein bisschen Platz mache und dann aber mit dem Arsch voraus quasi, dass ich dann, wenn die Deckung aufgeht, dass ich dann einfach weg bin, weil dann brauche ich auch nicht mehr hochfahren, weil dann werden die Dexter da oben stehen eventuell und auch mit Waffen. Genau, aber deswegen immer ein bisschen zurückhaltend. Immer gucken, dass man dann auch wieder wegkommt.
Ja, hier haben die das auch schon gemacht, klar, aber nur mit mal richtig dicker TD. Dass ich quasi bis vorgefahren bin, anstatt da, wo die Stadt anfängt, auf der Hauptstraße. Ja. Da gibt's Gebüsch an der Seite und haben mich einfach da gestellt. Das kannst du aber nur mit einem wirklich gut Panzer da mit schon aufgegangen. Ja, das kannst du nur mit einem wirklich gut Panzer oder Jagdpanzer machen. Panda, dem wird gerade gut eingeschenkt. Ja, der kriegt gerade richtig. Ich vermute, dass irgendwo ein Leitstart auf einem anderen Hügel. Die schießen auf jeden Fall schön hier rein auf den Hügel, ne? Klar. Ich überleg gerade, ob ich den Baum vielleicht umwerfe oder Hane. Ah, das ist zu weit vorne. Wenn du den umwerfst, bis du zurück bist, wenn die dich im Blick haben, bist du weg. Wahrscheinlich. Das ist schon ein paar Mal passiert. Guck, der VK30 fährt vor und sofort geht er auf. Ja, ja, klar. Und weg ist er. Das heißt, da stehen sie. Aber mir fehlt die Erfahrung, genau erahnen zu können, wo sie stehen. Da ist ein Baum jetzt umgefallen. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass falls in der Stadt was kommt, dass wir dann zeitnah hier weg sind. Ah, der Horch. Hodge war das. Da ist der EBR. Ja. Der ist allerdings nicht der Läufer. Der Churchill besucht ihn jetzt. Ja, da hätte die vielleicht mal den Leitlöscher. Also ich glaube, man hat wieder so ein Team, das einfach nichts kann. Und wir liegen schon relativ weit hinten. Ich glaube, ich gehe nach hinten. Erik, auch ab von hier. Das ist mir zu heiß. Und immer gucken, dass er halt hier der Berg irgendwie im Weg. Ja, jetzt kommt nämlich der Hodge rüber und macht uns alle auch gleich. Ja, deswegen straight Wechsler. Schnellfahrer. Ich bin schon Aufganger. Ich auch. Ja, wir haben es nicht mehr über den Hügel geschafft. Ja, okay. Ja, der Hodge, das ist schon so ein Problem. War mal ein Problem. Ja. Aber du bist aufgegangen. Ja, verdammt. Und das sind so viele vorne. Ja, ja. Keine Chance. Nee, der Hodge, wir haben mich gerade zu dritt beschossen. Wenigstens ja, den blöden Hodge. Da habe ich gedacht, der Hodge Churchill nimmt ihn raus, wenn er davor fährt. Ja, den Hodge hätte man halt direkt rausnehmen müssen. Mhm. Aber nö. Ja, das ist das Problem, wenn der Leid bis zum Schluss quasi lebt. Das ist auch das, was ich ganz oft sehe, was so viele immer falsch machen. Ah ja, aber wir sind... Ich bin Fünfter, du bist Vierter. Ja. Ja, das ist halt das...
Ich sehe das, wie gesagt, ich sehe das auch in, oder haben das in die großen Gefechte mit den Zehner immer schon gesehen, wenn der Leid nur am Schluss gelebt hat. Wo ich mir immer denke, was soll denn das? Als dass man einfach rausnimmt. Wenn man die Möglichkeit dazu hat. Gut, ich weiß nicht, was der Churchill gemacht hat. Ich glaube, das Problem war, der Churchill war zu langsam. Mit Sicherheit, ja. Und die TDs oder Mediums, die halt hinten standen, haben ihn halt rausgenommen, bevor er beim Hodge war. Na klar. Aber unser Ari hätten ja vielleicht auch mal treffen können, so versehentlich. Ja. So, wo fährst du hin? Hier? Jetzt sag du mal raus, wo wir hinfahren sollen. Ich muss jetzt erstmal die Karte haben. Ich fahre eigentlich ganz gern so Richtung. Moment. Da runter. Beziehungsweise da oben hin. Also okay. Da ist gerade so an die Kante. Okay. Ja, da hast du halt einen Überblick, wenn sie voll über die Insel kommen. Und du kannst von da aus relativ sicher schießen. Ja, da kommen halt noch mehr mit. Also die Hellkits verstehe ich ja, aber was macht der Leopard hier hin? Das weiß ich jetzt sicher, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wegen dem Leid. Oder leider auf der Insel schon mal raus. Jetzt mal kurz bis an den Busch ran hier. Ja. Muss man aufpassen, wenn der M5 uns aufmacht. Ja. Ein Zerbi. Ja, den kriege ich von hier aus, oder? Da müsste jetzt wechseln auf die Ö-Seite. Weiß ich, ob der da, wo die Hellcat start. Ja. Endlich mal den AMX getroffen, so. So, wir müssen jetzt hier bloß ein bisschen aufpassen. Ja. Ich fahre jetzt mal auf die Flanke von dem Hell, von der Hellcat. Bei einer 3:6 ist das nicht mehr so witzig im Moment. Nee. Aber gleich kommen bestimmt die 1 Heavys hier raus. Garantiert, die kommen hier irgendwo.
34. Hat ein Medium. Zu 8, hey. Das war ein guter Treffer von der Audi. Ja. Ja, da unterschießt die schießt dahinter die Position. Mhm. Ich bin Drucksetzer. Die versucht uns hier in der zum Kessler. Mhm. Der Burza ist sicher. Ah, der BDR kommt auch zu uns, ja. Ja, ja, natürlich, die kommen jetzt alle. Sehr gut. Oh, der Bursa. Ja, der hat mir jetzt crashed, hat aber ganz schön Schade genommen dafür. Der müsste jetzt fast One-Shot sein. Ja, also so gefährlich ist er nicht mehr. Du auf der T1, ja, Heavy, ja, MC, ja, T1 Heavy da unten. Ich hätte doch versucht, einen Schuss einfach ihm reinzubekommen. Ja, klar. Also 606 Schaden habe ich verursacht. Jetzt mal gucken, ob ich vielleicht mal den einen anderen Blind mal bekommen habe beim AMX. Ja, also ich habe nur glaube 420 Schaden gemacht, dafür aber 660 unterstützt. Ich habe nur 33 unterstützt. Ja, mir hat auch mal der Bus, der müsste mich crashen. Mhm. Aber er hat genau kassiert. Ja. Wie gesagt, Ziel Nummer 1 bei mir ist immer mehr Schaden durch als Strukturpunkte. Ja, das ist und, bei mir fast knapp. Ja, und mit 640, ja, geschafft. Am besten nur mit Schaden und. Wenn nicht geschafft, dann zumindest kombiniert mit Spotting zusammen. Ja. Ja, mit kombiniert bin ich, wie gesagt, bei über 1000. Mhm. Ach, ja, bei über 1000. Ja. Also der T50, wo ist der? Wo gammelt der rum? Das ist, da was ist denn der? Seine Mission? Jetzt fährt er zurück und versucht ein oder anderen rauszuhängen. Ja, klar doch. 10 Sekunden schaffst du eh nicht mehr. Über den Hügel rüber. Und vorbei. Ja, wobei ist es ja. Ja, nö, das wird nicht mehr. Ja, das war spät. Mhm. In dem Augenblick, wo ich auf ihn gewechselt, da hat er sich an der Stelle gezählt. Da hätte er eigentlich schon zurückfahren müssen, weil da war ja schon die Sirene an. Ja, genau. Ja, aber das ist auch oft das, was ich nicht verstand. Ja, du musst die gegnerische Panzer, die im Cap standet, ja halt kaputt machen. Mhm. Musst ja eigentlich nur Schaden machen, das langt ja schon. Ja. Naja, so schlecht waren wir gar, Alter. Ja, ich war dritt. Bester von der Erfahrung her und Schaden, gut, da war ich auf Platz 6.
Und guckst, Gesamtschaden 732. Ja, 6 das ist 606, also über 100 nochmal blind. Naja. Ja, aber immerhin unter der Top 10. Mhm. So, noch 1501 und dann habe ich meine 3 Tagesaufgaben erfüllt. Ah ja, okay, cool. Also Erfahrung, nicht Schaden. Ja. Ja, aber das ist das auch, was ich oft dann nicht verstand. Ja, dann muss ich halt mit einem schwächeren Panzer, selbst wenn es dann so ist, es reicht, wenn ich ein HE lad, vorbeifahren auf einen Schieß und treff. Mehr braucht's ja, Alter. Und dann schnell wieder weg. Deswegen manchmal verstand ich das nicht, warum manche dann nicht einfach zufahren. Und ja, nicht einfach mal machen. Ja, wie gesagt, ich muss die Panzer, die im Cap standen, ja nicht kaputt machen. Ich muss sie ja nur zurücksetzen. Genau. Und da reicht der HE. Ach, die besonders gut Kart. Soll mal links rumfahren, also Richtung J-Linie ja, oder ja. K-Linie? Ja, ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Fahren wir oben rum oder unten rum? Na, fahren wir mal oben, da bin ich noch nie gefahren. Okay. Ja, hier, ich auch jetzt so oft. Obwohl, doch, stimmt gar nicht. Doch, doch. Ich wünsche, der Panzer hätte etwas mehr PS. Ja. Ja, wir fahren mal bis an den Hügel hier ran, wo das Gebüsch so leicht oben ist. Das ja. Erste. Vielleicht eher etwas hinter den Steinen hier tatsächlich auch. Es ist zwar noch nicht so sehr zielführend bisher, aber mal sehr. X ist da die Aufgang. Ja, komm noch ein bisschen höher über den Berg, komm. Raus der AMX. Mhm. Der ist gleich runtergefallen, der hat keinen Bock mehr gehabt. Der Gegner ist ja leider einfach runtergefallen. Ja, wahrscheinlich ausgerutscht. Ja, ja, so hat's ausgesehen. Der hat gekriegt und ist weggerutscht. Jetzt mal war er weg. Position hier ist gar nicht so schlecht.
wieder aufgegangen, ne? Ja, ich bin gerade wieder aufgegangen, ja. Die Super Hellcat hat mich einmal erwischt. Was sagt, darf die das? Weiß ich, anscheinend schon, war keiner da. Hat die Frau, ob sie das darf? Ah, jetzt haben sie mich voll erwischt. Irgendwie habe ich gedacht, der Jagdpanzer kann mich nicht beschießen, weil der Fels da im Weg ist. Aber er hat mich doch beschießen können. Ja, er hat wohl doch keiner. Ja. Ich habe gedacht, der traut sich nicht raus, weil ja dann er von den anderen von uns beschossen wird. Aber nee. Aber wenn du da bleibst, kommt keiner mehr zu dir, weil die fahren wahrscheinlich alle. Alle auf seinen. Oh doch, Hellcat, die kommt doch noch zu dir hier. Nimm ihn raus für mich. Räche mich. Eieiei. Na jetzt. Adi. Knapp. Ja. Ja, deswegen ist die Position hier gar nicht so schlecht, weil du siehst, was unten rumfährt und was in Richtung der Basis kommt. Mhm. Da hast du recht. Was für Ari natürlich auch relativ gute Unterstützung ist, muss man ja auch schon sagen. Letzte Jagdpanzer 4 und AMD. Mhm. Naja, jetzt kommen wir zu dann langsam. Man muss halt gucken, dass sie die auch behält. Unser Cheeto fährt auch ran. Oh, sehr gut. Also der AMD Rom da aber jetzt auch gerade auf. Ja. Der BZ-58 noch da. Ich glaube ja nicht, dass der dann tatsächlich neu schon, ne? Also. Ich wieder zurück. Gut, den kriege ich von hier aus natürlich, oder? Okay. Muss ich aber auch jetzt nicht unbedingt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit er rumkommt. Jetzt Zeit nehmen. Da ist er. Ja. Okay, ich glaube, es wird Zeit, dass ich jetzt auch mal ein bisschen aktiv war. Ungünstig. Jetzt wird oben drauf fahren. Wo genau sind die denn? Oh, was macht der? Hoppala. Yeah.
Okay. Ja, doch, können wir das sehen, kann das sein. Was sind da Hände denn da irgendwo? Ja, auf der anderen Seite. Hm? Bitte? Na, fährt er unserem kleinen AMD nach, oder? Ja, der hätten halt immer wieder wach, aber jetzt das Problem ist halt, der PC jagt ihn ja auch. Ja, ja. Und der AMD hat nur noch 15%. Jetzt. Oder der Cheeto ist da. Der Cheeto wird ja jetzt wohl mal was nachbringen. Und Bob. Na, also. Hat unser Cheeto doch noch was neu gebraucht. Ja. Und das geht, T40 hat irgendeinen Scheiß hergestellt. Mhm. Ja, der Cheeto ist auch ein übler Panzer, also. Ja. Der löscht mein so ein kleiner Panzer. Ja. Da löst so ein kleiner Panzer doch mal ganz schnell aus. Mhm. Klappt demnächst. Jetzt gibt es immer wieder einen neuen Panzer. Okay. Weiß ich nicht wen. Ob ich mir eine neue Reihe auf den 5er kaufen soll, die ich schon über die 4er freigestellt habe, oder einen 6er, weißt du, den Churchill oder so. Ja, der Churchill 7. Oder doch die russische Linie, Nachfolger von KV-1, weil mit dem KV-1 bin ich besser klargekommen als mit dem Churchill. Ja, bei der Russa muss man halt sagen, die hat dann gerade auch in der hohe Stufe, hat die relativ gute Panzer, die für eine, die relativ frisch anfangen, gar nicht so schlecht sind. Mhm. Gerade sowas wie ihr IS-7, das ist eigentlich so ein Allround-Talent. Die hat zwar den Mega-Durchschlag, das wohl schon, aber dafür hat sie eine Panzerung, die eigentlich zuverlässig funktioniert. Mhm. Und da bin ich am Grübeln und da muss ich gucken, wie man das dann, wie ich das dann machen werde. Ja. So, jetzt habe ich 16 Gefechte besetzt. 6 Siege. Gut. WTR immer noch positiv mit 4675. Nur der M10, der kackt ab, der versaut mir meine WTR. Deswegen, jetzt muss ich. Wenn wir jetzt einen Panzer ausmachen, dann passt es wieder. Ja, auf jeden Fall. So, hier fahre ich gerne rechts runter. Ja. Und schieße durch ein, zwei Häuser durch. Mal gucken, ob wir da. Genau. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also ungefähr. Hier, da. Da ungefähr, da. Ja, ja. Genau. Busch und da. Ja. Aber ich habe schon erlebt, ich bin runtergefahren, wir waren zu zweit und dann pushen die halt mit den ganzen Heavys da, anstatt in die Stadt zu gehen, sind die mit Heavys da unten durchgefahren. Ja klar, das kann doch natürlich auch was ihre. Und unsere Heavys waren natürlich oben in der Stadt und da waren die Mediums von denen irgendwie. Okay, ja, das sind ist halt auch durchgefahren. Das sind dann außer Teams, die halt einfach nur, ja, Chaos, Formation wilde Wolke machen, ne? Ja. Ja, die einfach nicht an die Regeln halten. Ja, so in etwa. Ja gut, ich meine, man muss manchmal schauen, unkonventionell spielen, das ist wohl wahr. Aber das muss dann halt auch irgendwo der Situation ein bisschen gerecht werden. Ja. Wenn natürlich nur mit massenhaft Panzer erroll ist, das eher so, meh, ich weiß es doch. Ich weiß nicht, auf was genau der Excalibur hier schießt, aber hey. Einfach mal blind rein. Wahrscheinlich, ja. Der Medium weiß aber auch ganz genau, was er macht. So, der Tscheche kommt da irgendwo durch den Kanal. Ja.
Schießt der Excalibur bitte da schon wieder? Mhm. Die Verstandswasser-Intention durchaus, aber naja, sinnvoll ist das nicht. Ich glaube, wir können uns vielleicht langsam mal bewegen. Ich glaube, die haben keinen in dem Busch drüben stehen. Ich bewege mich allerdings lieber hier auf der Seite, weil vor mir ist da auch mit der Haus. Nicht so auf offener Straße. Sehr gut. Der Kanal scheint sauber zu sein. Ja, das ist auch immer wichtig, wenn du dich irgendwo vorbewegst. Immer gucken, dass du vielleicht irgendwie Deckung durch ein Haus oder durch irgendwas hast. Mhm. Bin aufgegangen. Ja, dann fahren wir hinter der Kirche rum. Was? Du hast hier ein Zelt wieder ins Dorf gemacht, ne? Nee. Ah, da oben sind welche, okay. Sicherheit. Aufganger, definitiv. T67 schießt APCR. Nein, T78. Die Anzeige gleich raus. Muss hier aufpassen, gell? Da ist noch ein T78 irgendwo unterwegs. Ich weiß bloß nicht, wo genau. Denken wir von hinten hier ran. Was? Der hat von mir schon ein bisschen was gekriegt. Jetzt, Kalibur, jetzt kann ich schießen. Mitgekriegt. Schießt der T1 Heavy auch noch auf mich? Genau. Ja. T78 von hinten. Die ist zu. Ich weiß ja nicht, wo die hier von hinten geschossen hat, aber die ist auch. Ja. Ja. Komisch, wir sind alle schön durch die Stadt durch, aber dann haben die sich halt einfach gut verteilt gehabt. Ja, ja, auf jeden Fall, außer rum, ganz weit. Mhm. Und haben darauf gewartet, dass wir da durchbrechen. Na klar. Verdammt! Ja. Aber die hat auch nur ein Leid. Mhm. Das ist witzig. Ja, halt, oder? Ja. Ja, den mal die jetzt alle.
Und das war's. Ja. Ich weiß nicht, wie lange du noch machen möchtest. Weiß ich auch, so wie du machst. Aber wahrscheinlich mache ich doch noch mal ein Gefecht und dann geht's für mich auch in die Haie. Alles klar. Der Bäcker. So machen wir das. Geht ja wieder gegen 7 heute. Okay. Eingehend. Naja. Mal gucken. Jetzt noch ein schönes offenes Gelände, am besten Steppen. Ja. Liegt gerne als TD. Ja, ja. Steppen spiele ich eigentlich, glaube ich, als alle Klassen gerne Steppen. Ja, genau. So. Naja. Ach ja. Die Fischerbucht. Ja. War mein erstes Gefecht heute. Wird auch mein letztes Gefecht, die Fischerbucht. Na, siehste. Und ich gehe so in die Richtung dahin. Ja, weißt du, ich habe bei mir Karte in Neudorfer. Achso. B1. Jetzt da aber. Also hier B1 da. Ja, genau. So, meine Freunde, lasst die Spiele beginnen. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Alle TDs in neue Richtung. Tralala, genau. Ja, scheint fast so. Ja. Und gut, dass unser Churchill 7 und unser VK 3002 da oben die obere Karte sichert, die A-Linie. Ja, genau. Weil was würden wir ohne unsere A-Linie machen? So, dann startet es dann demnächst in jedem Busch ein TD. Ich gucke gerade den Busch da drüben bei denen, ob da irgendjemand einen Baum umschmeißt oder so. Ja, genau, das ist auch nie ein Fehler. Also bei H. Ja, ja. Und mit dem habe ich nicht, dass ein T1 ja wieder auftaucht. Tja, der hat wohl keinen Spaß mehr. Nee. Wenigstens einen Treffer konnte ich da einsetzen. Ja, das war sehr schnell rum für den. Schnell, ja. Okay. Die schießen jetzt auch blind hierher. Ja doch. Komm schon, E25.
Ich probiere jetzt mal ganz kurz was. Ein Cheat-Modus, oder? God-Mode. Ja, genau. Wir vier haben. Oh, ich verlege jetzt mal über an die Einzellinienfahrer runter. Ja, 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 genau. Ja, ihr habt jetzt da nachher schon mal so weit vorverlegt. Ich denke mal, Basisverteidigung brauchen wir jetzt nicht. Im Moment eher, oder? Mal gucken, ob wir dann eher da Durchbruch haben und dann vielleicht die dazu zwingen, umzudrehen aus der Stadt. Ich verlege jetzt mal Feuer an die Ecke. Ja, weil du kannst ja relativ schnell wieder auch zurück zu Base, ne? Ja, ich kann aber auch einfach jetzt quer dann hochfahren auf der Hügel vielleicht. Mhm. Das wäre auch ein Vorteil und dann von oben quasi Gegner. Ja. Und vermutlich würde ich das jetzt auch einfach machen. Bisschen im Schutz der Kamp der Kuppe. Denn ich weiß nicht, wo der gegnerische E25 abblieben ist. Der ja schon so gar keinen Spaß gehabt hat mit mir. Denn die kommen schon hin da rum, so langsam aber sicher. Ja. Ja, das Problem ist halt Skoda Wolverine, also Skoda. Also ja, ja. Kommt's, okay. Müssen so langsam in die Offensive gehen, damit wir eine Chance haben. Oh, jetzt bin ich aufgegangen. Auf jeden Fall, das müssen wir schon, das ist klar. Problem ist, die stehen wahrscheinlich alle im Gebüsch da hinten. Also, Stuck hat halt ganz schön Probleme, wenn wir sonst nichts anderes hier haben. Und ich einfach nicht ausreich. Schade. Und jetzt auch schon aufgegangen will.
Stopp, da ist er. Er geht nicht zu. Jetzt. Ja, da kann ich raus, Cat. Okay, wie ist bei euch? Lauft auch nicht so optimal. Nee. Ja, der kleine E25, das ist so ein richtiger Dreckkarre. Mhm. Die standet jetzt aber oben auf dem Hügel, gell? Ja, ich seh's, die. Die standet überall. Ja. Und überall haben sie rein. Das Problem ist, der E25 ist einfach deutlich schnell. Ja. Und ich war ja, glaube ich, nur noch alleine da. Ja, mit dem E25. Neu mit dem T25 von uns. Oder was das war. Ja. Ah ja. Ah, Spielserver wird neu gestartet. Ja. Also, dann passt ja perfekt. So ist es. Zum Verabschieden. Danke fürs Mitspielen. Auch danke an euch, ja. Zuschauer. Und immer Follow und Abo dalassen. Ne? Egal auf YouTube oder Twitch. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan. Ciao, ciao.